Ja, man kann es kaum glauben, aber wir sind schon beim fünften Video dieser Art, also Woche 5 in Japan. Wir sind natürlich mittlerweile schon sehr lange zurück. Trotzdem gibt es noch das finale Video aus der fünften Woche und los geht's. Da seht ihr hier die von uns getaufte Knorpelgasse. Das war auch ganz interessant. Da gab es nämlich nur ganz fancy Essen, was wir alle noch nie gesehen hatten. Ich esse ja auch kein Fleisch, deshalb gibt bestimmt leckere Sachen, aber ich habe mich nicht getraut, was zu probieren. Ja, dann sind der Andi und ich abends einfach mal losgezogen. Dani musste nämlich noch arbeiten und haben uns mit dem Ziel, wir laufen jetzt einfach mal durch die Stadt zum Tokyo Tower, auf den Weg gemacht und haben dann zwischenzeitlich einen schönen Tempel gefunden, sind dann an einem Fluss entlang gelaufen und immer näher zum Tokyo Tower gekommen und haben da auch schöne Langbelichtungsfotos gemacht. Und es war eigentlich eine coole Reise, weil es irgendwie witzig ist. Man sieht sein Ziel die ganze Zeit und läuft einfach weiter und verfolgt es so fröhlich, bis man dann wirklich davor steht. Dann am nächsten Tag ging es zum Interview mit der lieben Caroline, die auch eine wichtige Protagonistin in unserer Dokumentation ist. Und sie hat auch ein Buch über japanischen Feminismus geschrieben. Deshalb war sie besonders interessant und hat viele, viele Insider. Und sie hat übrigens auch einen japanischen Mann und spricht natürlich fließend Japanisch, kommt aber ursprünglich aus Australien. Ja, und dann ging es weiter mit dem Shooting mit der lieben Elida, Illustration auf YouTube, folgt ihr gerne. Sie hat sich bereit erklärt, mit uns Fotos zu machen und wir haben ihre Maske gut in Szene gesetzt und da wirklich abgefahrene Fotos aufgenommen. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe übrigens ausnahmsweise nur mit dem 35 mm fotografiert und ich muss sagen, hat doch erstaunlich gut geklappt, obwohl ich es gar nicht gewohnt war. Danke an der Stelle nochmal an Dani und Andi für die Unterstützung beim Fotografieren und an Elena natürlich. Und dann ging es am nächsten Tag in unsere Museumstour. Wir waren erst im Mirai-Kan-Museum und haben da ganz viele schöne, bunte, kleine Installationen und Ausstellungen angeschaut und sind dann danach weitergezogen in das Team Labs Tokio. Wir waren ja schon im Team Labs Osaka. Das könnt ihr übrigens in dem Video oben in der Infocard auch entdecken. Und haben da natürlich auch wieder viele Eindrücke gesammelt und es war total abgefahren. Und ja, aber auch sehr voll, muss ich sagen. Und irgendwie roch es die ganze Zeit nach Fuß. Ja, danach sind wir noch durch die Stadt gezogen und noch hoch zum Government Building in Tokio gefahren und haben ein paar Timelapse-Aufnahmen gemacht. Dann ging es am nächsten Tag weiter in die Tokio-Uni und auch da haben wir nochmal ein Interview aufgenommen mit der Kayori Hayashi. Sie ist Professorin an der Tokio-Uni, ebenfalls eine bekannte Feministin und forscht auch zum Thema Gleichberechtigung und künstliche Intelligenz, beziehungsweise gibt es Sexismus in künstlichen Intelligenzen. War auch mega, mega spannend, gerade für den Dani und den Andi. Die waren richtig begeistert. Und danach haben wir auch noch eine Studentin interviewt, die ebenfalls in dem Büro mitarbeitet. So, und dann unser letzter Tag vor Ort, den haben wir in Yokohama verbracht. Da gibt es übrigens die größte Chinatown außerhalb von China. Natürlich sehr, sehr schöne Gebäude. Mega überladen alles, aber wunderschön. Dann gab es auch noch diesen abgefahrenen Freizeitpark und wir sind witzigerweise noch an ein Frühlingsfest rangelaufen, wo es dann hier deutsche Brezel und Bier und so weiter gab. War eigentlich auch ganz witzig. Und wir haben an dem Tag natürlich auch ganz japanisch im Park Mittag gegessen mit kleinen Snacks, die wir unterwegs gekauft haben. Dann ging es noch zum Gondelfahren. Und die Aussicht war wirklich schön. Yokohama ist wirklich wunderschön. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Man kann viel entdecken. Und abends sind wir dann auch noch auf den Aussichtsturm gefahren und haben noch coole Timelapse gemacht. Ich muss echt sagen, die Timelapse mit meinem Handy finde ich echt cooler als die mit der Kamera, muss ich echt sagen. Liegt vielleicht an mir, aber der Look gefällt mir einfach besser. Ja, und das war dann auch schon der letzte Tag, an dem ich ziemlich traurig und melancholisch war, aber gleichzeitig glücklich, bald wieder zu Hause zu sein. Und hier kommen noch ein paar Eindrücke meiner Heimreise. Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank.
bei euch allen, die das zugeschaut haben, die diese Reise mit mir geteilt haben. Es wird sicherlich noch weitere spannende Infos aus der ganzen Japan-Zeit geben. Vor allem wird ja der Film entstehen und die Dokumentation ist in der Produktion. Und es wird auf jeden Fall mega schön. Danke Gina fürs Schneiden. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Danke an das ganze Team. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.